ist die Stunde von Fug dem Fälscher. Es hat lange gedauert und ihn viel Arbeit gekostet, aber heute wird er sein Meisterstück vollbringen. All seine Geldsorgen werden mit einem Schlag vorbei sein. Denn da ist er, der perfekte falsche 50er. Was war das? Bloß schnell alle Beweise vernichten, damit ihm niemand auf die Schliche kommen kann. Zu spät. Ausgerechnet sein Erzfeind Kommissar Frank. Jetzt muss Fug sich aber etwas sehr Gutes einfallen lassen. Ich war am Geldautomat. Erstklassige Blüten, Fug. Gut, aber nicht gut genug für mich. Du bist verhaftet. In dieser verzweifelten Situation stellen sich Fug zwei Fragen. Frage 1. Was hat ihn bloß verraten? Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten, wenn man mal genau hinschaut. Eurometer? Mensch, Fug. Frage 2. Wieso nennt der Kommissar Fugs Falschgeld Blüten? Da wird es schon schwieriger und Fug wird erstmal verhaftet. Geldmünzen wurden schon sehr früh gefälscht. Es gab Leute, die haben Münzen aus solchen dünnen Zinnplatten hergestellt. Früher hat man im Mittelhochdeutschen zu Platte Blate gesagt. Die Münzen aus Blaten hat man dann mit Gold überzogen, damit sie wertvoll aussahen. Die dünne Zinnplatte machte die Münzen aber sehr weich. Wenn man prüfend in eine solche gefälschte Münze hineinbiss, dann konnte man sie noch leichter verbiegen als eine echte Goldmünze. Schon war klar, aha, hier hat gerade jemand mit Falschgeld bezahlt. Daraus ist die erste Theorie zur Blüte entstanden, dass sich aus dem Wort Blate das Wort Blüte entwickelt hat. Viel einfacher war es natürlich, Münzen nicht erst mühsam selbst herzustellen, sondern schon vorhandene Münzen zu verändern. Zum Beispiel hat man Münzen mit geringem Wert sehr lange poliert, die glänzten dann so und sahen so viel wertvoller aus. Diese Münzen nannte man Blede, das bedeutete so viel wie Goldstück. Daraus entstanden ist die zweite Theorie, dass sich aus dem Wort Blede das Wort Blüte entwickelt hat. Papiergeld gab es in Europa erst ab dem 17. Jahrhundert. Das hier sind frühe französische Geldscheine. Auch das Papiergeld wurde schon sehr bald gefälscht und dann auch einfach Blüte genannt. Und das ist bis heute so geblieben. Fug, der Fälscher, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und hat sich eins geschworen: Nie wieder Blüten drucken. Da verkauft er doch lieber echte Blüten. Zum Beispiel an Kommissar Frank. Herr Fug! Einen ganzen schönen Strauß Rosen für nur 5 Euro. Das ist doch fast geschenkt. Und trotzdem, irgendwie kommt Fug von den Blüten nicht los. Tschüss.